Hallo? Entschuldigung? Wir sind doch nicht hier bei irgendeinem 0815-Unternehmen, sondern bei der HSH Nordbank. Also bitte, noch einmal alles zurück auf Anfang. Und ihr? Vergesst besser, was ihr bisher gesehen habt. Ach, da seid ihr ja wieder. Ein Espresso bitte. Ihr seht, die HSH ist gleich ein ganz anderer Schnack als die üblichen Bilder, die man sonst von einer Bank so im Kopf hat. Dankeschön. Ja, und wenn ihr schon einmal hier seid, kann ich euch auch ein bisschen was von der Bank zeigen. Und natürlich auch, wie die Ausbildung hier so abläuft. Das ist Lasse. Er hat vor kurzem seine Ausbildung in Kiel begonnen. Daneben seht ihr Luca und Swantje, beide aus dem zweiten Ausbildungsjahr. Finn ist gerade übernommen worden und hat somit seine Ausbildung beendet. Dann seht ihr Feline. Sie macht gerade ihren Bachelor und leitet die JAV, unsere Jugend- und Auszubildendenvertretung. Und Patrick, er macht gerade seine Ausbildung zum Bürokaufmann. Ja, und ich bin Kevin aus dem ersten Ausbildungsjahr. Leute, wenn wir die Weihnachtsfeier noch planen wollen, dann sollten wir schleunigst anfangen. Sorry, aber ich kann gerade echt nicht. Ich arbeite mit Katja an einem großen Energy-Projekt und wir kommen jetzt in die finale Phase. Ein paar von uns sind doch im Putt. Dann könnten wir uns auch abends gemütlich zusammensetzen und gemeinsam Pläne schmieden. Das Persönlichkeits- und Teamkompetenzseminar? Da bin ich auch und hätte danach auch Zeit. Okay, Leute, dann lasst uns an die Arbeit. Die Details können wir nachher in der JAV-Sitzung besprechen. Also dann, bis später. Würdest du hier an der Präsentation noch irgendwas verändern? Lass uns doch zwischen den beiden Folien noch einen Chart einbauen mit dem Titel Führende Finanzierungspartner für Wind- und Solarprojekte in Europa. Das finde ich gut. Im Rahmen der Energiewende in Europa musste sich natürlich auch die HSH Nordbank bei diesem Thema neu positionieren. Umso erfreulicher ist es, dass wir als führender Finanzierungspartner... So, ihr müsst nun bitte draußen warten. Das hier ist ein großes Projekt und ihr dürft keine intern erfahren. Noch nicht. Danke. Das war echt super. Bereits von Anfang an ist man in der HSH in täglichen Arbeitsabläufen und Projekten mit eingebunden und kann sogar selbstständig mitarbeiten. Fast jeder von uns macht das duale Studium zum Bachelor of Arts or Science in Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik, wozu wir einen Notenschnitt von 2,3 in den bankrelevanten Fächern brauchen. Ihr seht also, da steckt eine Menge Potenzial in uns und vor allen Dingen in mir. Aber jetzt muss ich weiter zur JAV-Sitzung. Hallo Kiel! Sagt mal, fehlt da nicht der Janis bei euch? Janis schreibt euch jetzt seine Bachelor-Thesis. Das heißt, er ist für 9 Wochen freigestellt und bei den nächsten JAV-Runden erstmal nicht mehr mit dabei. Wir sollen euch aber schön grüßen. Übrigens bin ich dann nachher auch noch in Kiel. Ich muss in ein Meeting mit meinem Chef. Ihr wisst ja, es geht um mein Spezialgebiet, Kapitalmarktgeschäfte. Deshalb würde ich vorschlagen, dass Lisa euch noch etwas herumführt. Denn ich kann euch sagen, es gibt noch so einiges Spannendes zu erfahren. Wir sind jetzt hier im Wealth Management. Ich weiß ja nicht, was Kevin euch schon so alles erzählt hat. Ich aber kann sagen, dass ich echt froh bin, hier meine Ausbildung zu machen. Man wird zwar ganz schön gefordert, aber dafür lernen wir wirklich viel. Und unsere Ausbilder nehmen sich genügend Zeit, um mit uns gemeinsam die Ausbildung individuell mitzugestalten. Das ist wirklich super. Wir können zum Beispiel Seminare belegen oder so. Hey, Lea! Warst du wieder einkaufen? Gut siehst du aus. Ja, danke. Das ist auch so toll. Durch unser gutes Gehalt von etwa 1000 Euro plus den geringen Eigenanteilen an den Studiengebühren und den Sozialleistungen haben wir am Ende des Monats noch genug Geld übrig, um mal shoppen zu gehen oder was mit Freunden zu machen. Ist ja auch nicht so zu verachten, ne? Hier im Azubi-Raum haben wir unsere Fotowand. Hier hängen wir die ganzen Bilder von den unterschiedlichen Veranstaltungen hin, zum Beispiel das Vorstandsessen in Kiel mit den anderen Azubis oder auch der Ausflug in den Klettergarten letztes Jahr. Das sind so die Dinge, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Generell finde ich auch in den unterschiedlichen Abteilungen ist einfach die Zusammenarbeit und der Teamgeist echt super. Hey Marvin, sag mal, hast du noch die Präsentation über die Anforderungen und Vorteile der Ausbildung hier? Ja klar, habe ich gerade frisch ausgedruckt. Die Ausbildung bei der HSH Nordbank AG beinhaltet aktive Gestaltung des Ausbildungsverlaufs, theoretische Ausbildung an Hoch- und Berufsschulen in Hamburg und Kiel, Teilnahme an interessanten Seminaren, ca. 1000 Euro monatliches Gehalt und attraktive Sozialleistungen, die Bank übernimmt den Großteil der Studiengebühren, 9-wöchige Freistellung für die Bachelor-Thesis, intensive Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit, nach der Ausbildung weitere Förderung, zum Beispiel durch HSH Nordbank Talents. Na, habe ich euch zu viel versprochen?
Letztlich müsst ihr natürlich selbst entscheiden, ob die HSH Nordbank der passende Ausbildungsplatz für euch ist. Ich persönlich habe diese Entscheidung nie bereut. Und wenn alles gut geht, werde ich vielleicht auch dafür belohnt. Mit einer Übernahme und einem fantastischen Anstellungsvertrag. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder, in Hamburg oder Kiel. Wir alle würden uns sehr freuen.